Ja, genau, das dürfte passen. Aber ich habe auch E-Mails und persönliche Nachrichten bekommen von Menschen, die sich heute nicht hierher trauen, weil im Namen der Pressefreiheit und mit dem Presseausweis sie ihre Gesichter fotografiert werden, weil sie dann im Internet bloßgestellt werden und ihren Job verlieren können. Ich weiß nicht, ich habe noch nicht gesehen, ob er da ist, der junge Mann, der Schreiberling von der kleinen Zeitung, der mich am Montag als Redelsführer dieses Spaziergangs der besorgten Bürger ausgemacht hat. Ich wollte mich bei ihm bedanken, weil Redelsführer habe ich noch keiner genannt. Und ich hätte eine Bitte an diesen Mann, da die kleine Zeitung wohl dem auf katholischen Medienverein zuzuordnen ist, würde ich ihn bitten, denn aus seinem Verein, ja, da gibt es irgendwie ein Gesetz, wie auch immer, wo es sagt, man darf nicht lügen. Das soll er einhalten! Die eine österreichische Fahne dabei hatten. Die haben es aus. Es ist vorgekommen, als wenn es ein rechter Rassismus ist, wenn man heute mit dieser Fahne auf die Straße geht. Bitte, ich weiß ja nicht, es gibt sicherlich irgendwelche auf der anderen Seite, die meinen, dass diese Fahne, ja, die zerschnitten werden muss und dass das neben die Fetzen, wenn sie auf die Toilette gehen. Aber ich kann nur sagen, wer schreibt, dass das mit der österreichischen Fahne Rechtsradikalismus ist, ist ein Riesenschmarrn. Denn viele von euch, die beim Bundesheer waren, genauso wie die Polizisten oder die Jungs vom Militär, Entschuldigung, die Damen von der Polizei auch, ja, haben einen Eid auf diese Fahne abgeleistet. In der kleinen Zeitung ist gestanden, ich hätte den Bezirkshauptmann verhaften lassen wollen. Und das war vollkommen richtig. Das war die Wahrheit, ja. Dieser Mann hat mir erklärt, dass dieser Spaziergang dieser 150 Menschen, ja, dass das eine unangemeldete Demonstration sei. Ich habe ihn darauf aufmerksam gemacht, dass er in seiner Funktion als Bezirkshauptmann mit den armen Polizisten, die da Dienst schieben müssen, weil ihnen nichts anderes übrig bleibt, selbst gegen Gesetze verstoßt. Nehmen wir mal die Grenzkriminalität. Illegale Einreise wird gefördert und es wird die Schleuserei gefördert und ihr macht alle mit da hinten. Ich habe erst dieser Tage einen Bericht gelesen, in dem drin standen ist, dass die Bürger, also ihr alle, dass die Bürger gezwungen werden, nach wie vor gezwungen werden, Strafzettel für zu schnelles Fahren, Parkstrafen und so weiter bezahlen müssen. Ja, während die Herren von oben nach unten kriminelle Bande sind. Ganz lieb war das, aber gestern habe ich es noch gelesen, gestern war ein Bericht und zwar die EU. Die hat im Kosovo, hat die EU eine unheilige Allianz ausgemacht zwischen Regierung, Mafia,
ich auch. Scheiße EU, 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 scheiße EU. Was der hat die EU und Kosovo also eine unheilige Allianz ausgemacht, und zwar zwischen Regierung, Mafia und Konzernen. Und in Mazedonien haben sie den Vorwurf rausgeschickt, die EU gäbe es kriminelle Machenschaften und Verstrickungen in Korruption. Das sind zwei Länder. Und ich glaube, das Gleiche kann man für Österreich, für diese Regierung auch sagen. Sagt, wie er seinen Ministerrat zusammengestellt hat, er hat jetzt die klügsten Köpfe Österreichs zusammen. Ich kann euch sagen, es gibt genug Paragraphen, gegen die ihr jetzt verstoßen, wirklich, vom Hochverrat bis runter zur illegalen Einreise. Ja? Ich sage, das sind die größten Verbrecher Österreichs. Und an der Spitze steht dieser Feinmann. Die Regierung, die hat den Wählerauftrag nach dem mutmaßlichen Willen der Bevölkerung, der Bürger, so steht es in der österreichischen Verfassung, zu handeln. Der mutmaßliche Wille. Ja. Aber der mutmaßliche Wille, nicht der österreichischen Bürger, dem wird gegeben, sondern dem Willen der deutschen Regierung. Und mir kommt es vor, als wenn Merkel, Feinmann zu vergleichen sind wie Mooshammer und Desi. Sie sind alle verpflichtet, Schaden vom österreichischen Volk abzuwenden. Aber ich weiß nicht, habt ihr euch schon mal die Mühe gemacht, bei Wikipedia nachzuschauen unter terroristischer und krimineller Vereinigung? SPÖ, ÖVP, Grüne, wie sie alle heißen, fallen genau unter diese Beschreibung terroristische Vereinigungen! Aber es passiert nichts. Die österreichische Justiz ist ja so weit, dass einige Räder oder kein Auge aushaut. Ja? Und die ganzen Leute in der Regierung und in der Justiz in Österreich kennen sich von Studium, die kennen sich aus ihren Burschenschaften, aus ihren anderen Studienorganisationen und halten alle zusammen gegen die Bürger. Gewesen, ja? Dass ein Finanzminister, ein österreichischer, mit zwei seiner Staatssekretäre, eine von Experten, die es verhindern wollten, eine Notverstaatlichung einer Bank vorgenommen hat, ja? Für die 19 Milliarden Euro von Steuergeldern, von euren Geldern, von unseren Exporten sind, und dass diese Banditen nur frei rumlaufen. Wenn ich nochmal auf die drei zurückkommen darf, ich meine, sie haben das ja nicht für die Bürger gemacht, die Notverstaatlichung, sondern die haben es für ihre Banken gemacht. Denn alle drei arbeiten heute wieder für ihre Banken, der eine für die Reika, der andere für die Sparkasse und der dritte für die Bauern. Und jetzt diskutieren sie in Wien drin die ganze Geschichte mit so einem Zaun. Mein Vorschlag wäre gewesen, sie hätten zum Baumax fahren sollen, weil Baumax im Angebot so einen kleinen Jägerzaun kaufen, aber einen Blumenkasten dazu und den aufstellen. Und wer Demokratie versteht, der weiß, dass Demokratie nicht da endet, dass Bürger alle paar Jahre bei der Regierung oder was wählen, sondern dass auch Bürger das Recht und die Verpflichtung haben, eine unfähige Regierung zum Teufel zu jagen.
jetzt meine Herren von der Polizei und Verfassungsschutz, passt bitte auf, ja. Denn der Jürgen Elsässer, ein deutscher Journalist, ja, der hat Regierungskritik gewagt, ja, wird natürlich jetzt als Rechter dargestellt. Und der hat gestern gefordert, das Merkel-Regime zu stürzen. Und da nehme ich mir das Recht als freier Mensch und Bürger, das für Österreich zu fordern. Ich habe es am Montag schon gesagt, meine Herren. Eure Kollegen in Tschechien und in Polen, die haben es gemacht. Die haben ihr Zeug, ihre Uniformen, ihre Jacken auf die Straße gelegt und sind mit den Bürgern mitgegangen. Und ich sage euch, es ist nicht die Aufgabe unserer Kinder und Enkelkinder, dass man diese Regierung zum Teufel jagt und es was hinten noch kommt. Es ist unsere Aufgabe, diesen Mist zu beenden. Die mich kennen, die wissen, die haben einen ganz einen tollen Leitspruch, ja. Die amerikanischen Sklaven waren auch freie Menschen. Sie waren so frei, solange sie das getan haben, was ihre Herren angeschafft haben. Und nichts anderes für den Tierstaat. Wir sind Sklaven einer Minderheit. Ja!